und glaubt es kaum, auf wie viele Arten und Weisen man Hummus zubereiten kann. Eine habe ich unlängst gelernt und genau die zeige ich euch jetzt. Hallo Leute, heute mischt sich Tati ein zweites Mal ein. Er präsentiert uns Hummus, eine Köstlichkeit aus dem orientalischen Raum. Das kann jeder eigentlich im Handumdrehen herstellen, dauert keine Viertelstunde. Hiermit mache ich übrigens eine neue Rubrik namens Fleischloses auf. Somit können sich auch diejenigen hier tummeln, die ich mit meinen Rezepten bisher eher abgeschreckt habe. Also jeder kann sich ab jetzt auf meinem Kanal besser und vor allem wesentlich schneller orientieren. Aber nun zu Tatis Version seines Hummus. Ich brauche dazu Kichererbsen, Knoblauch, frischen Knoblauch, Olivenöl, frischen Zitronensaft oder Essig, so wie ich habe mich für Essig entschieden, Kumin, kommen wir später dazu, Chili, darf auch gern getrocknetes Chili sein, Salz, Pfeffer und bei mir gibt es dazu heute Baguette. Und als Deko obendrauf nehmen wir Petersilie. Legen wir los. Ich nehme die Menge einer kleinen Dose Kichererbsen und gebe sie in eine Rührschüssel. Die Hälfte der Flüssigkeit habe ich einfach weggegossen. Je nachdem, wie man tags drauf Menschen belästigen kann, darf oder vielleicht sogar muss, sollte die Menge des dazu notwendigen Knoblauchs ausfallen. Ungefähr 3-4 Esslöffel Olivenöl darüber, etwa einen Teelöffel Salz und die gleiche Menge Kumin. Das ist eine asiatische Pflanze aus der Familie der Doldenblütler. Die getrockneten Früchte werden gerne als aromatische Würze genutzt. Bekommt man für wenig Geld beim Asiaten oder auch beim Türken. Übrigens, in unseren Läden ist sie teurer und wird eher Kreuzkümmel genannt. Pfeffer nach Gefühl und ein Spritzer Essig. Ich mag's genauso wie Tati etwas robuster, also nehme ich entsprechend viel Chili. Das Ganze wird mit dem Pürierstab so lange bearbeitet, bis eine pastöse Masse entsteht. Wie intensiv und wie lange man das tut, hängt mit dem persönlichen Anspruch an Cremigkeit zusammen. Der eine mag so, der andere anders. Ich habe mich entschieden, die Petersilie nicht nur als Deko zu verwenden und püriere deswegen einfach eine Handvoll mit. Kann ja nicht schaden. Und schon kann man das Ganze Hummus nennen. Also einfacher und schneller geht's nun wirklich nicht. So Tati, das ist es auch schon. Dein Hummus. So schnell ging es also. Vielen Dank. Und das könnte auch dein fleischloses Lieblingsrezept sein. Sende mir einfach deinen kulinarischen Hit zu und vielleicht wird er ebenso bald hier erscheinen. Aber bevor es Unstimmigkeiten gibt, natürlich, es gibt viele verschiedene Variationsmöglichkeiten. Und das ist es eben Tatis Vorschlag. Mann, bin ich gespannt. Übrigens, die Mengenangaben reichen dicke für 2 Personen, vielleicht sogar für 3. Kommt natürlich drauf an, wie viel Brot ihr euch dazu reintut. Nebenbei, Weißbrot, also Baguette, ist nicht dabei seit letzter Schluss. Dippt einfach mit allem, was eure Fantasie hergibt und euch schmeckt. Guten Appetit. Mensch Leute, das ist lecker. Wie beim orientalischen Imbiss nebenan. Und wenn man bedenkt, man isst mit deutlich weniger als 5 Euro dabei. Da esse ich mich erstmal satt. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und da erzähle ich euch, warum für uns YouTuber das Teilen unserer Videos so verdammt wichtig ist. Für den nachhaltigen Erfolg eines YouTubers.